Hallo, ich bin der Johannes und heute interviewe ich den Herrn Domkapitular Franz Vogelgesang. Jawohl. Erste Frage ist, wie weit finden Sie, sind die Gruppen schon vorangekommen mit ihren Aufgaben? Ja, wir sind ja noch ziemlich am Anfang und ich glaube, die haben so die Hälfte von ihren Aufgaben erreicht. Das heißt, wir sind dann bis Sonntag auch alle fertig. Oh, ich glaube schon. Also die legen sich ja richtig ins Zeug. Wir waren ja zusammen da jetzt in Hochmühlbach und so. Die machen das sehr gut und ich glaube, die werden fertig. Ja. Sie haben ja heute eine ganze Tour zusammen gemacht. Was fanden Sie denn am interessantesten von den Sachen, die wir besucht haben? Also eigentlich fand ich ja alles interessant, denn die haben sich ja alle irgendwie gute Dinge überlegt oder haben interessante Dinge bekommen. Interessant fand ich, dass wir dann in Kaiserslautern bei der Future-Aktion dabei gewesen sind. Ja, genau. Dabei waren und dass die entscheiden konnten, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Welche Ideen haben Sie denn noch, was man in der Aktion Gutes verändern konnte? Also in dem kleinen Bereich, wo die leben, haben die ja schon irgendwie schon was Gutes bewegt. Wenn das jetzt irgendwie zum Beispiel bei der Rezeptsache, ja, wo sie 72 Rezepte sammeln, das als Buch herausgeben und dann das für die Tafel spenden, das Geld. So stelle ich mir das irgendwie vor, dass die Welt sich von dem einen, der was tut, mit dem anderen irgendwie was besser wird. Und den Wunsch hätte ich, dass überall, wo diese Aktionen stattfinden, an der Stelle die Welt und die kleine Welt ein bisschen besser wird. Und die Kirche. Danke fürs Interview. Bitte.